Es passiert so etwas Unglaubliches. Da sind Tausende von Menschen auf dem Weg in ein anderes Land. Sie machen Zwischenstationen in Ungarn. Dort warten sie auf ihre Ausreise. Und ich wollte einfach das erleben, wenn nach dem Zweiten Weltkrieg, das muss man wirklich so deutlich sagen, Geschichte passiert. Hier sieht man einen jungen Mann, der praktisch mit dem Fahrrad nach Budapest gefahren ist. Der hatte nur seine Satteltaschen dabei. Seit dem 13. August 1961, dem Tag, als die DDR zum Gefängnis für ihre Bürger wurde, ist die Berliner Mauer ein Symbol für die Spaltung. Die Entscheidung im Sommer 1989 von der ungarischen Regierung, diese Grenze gegenüber Österreich zu öffnen, war ganz grundlegend. Denn man muss sich daran erinnern, dass innerhalb des Ostblocks die Menschen relativ frei reisen konnten. Und wenn jetzt aber die Grenze zwischen Ungarn und ein Teil des Westens offen war, dann brach die ganze Konzeption des Ostblocks, das heißt der Menschenführung, des Einkerkern der Menschen, um es salopp zu sagen, brach damit zusammen. Im Jahr 89 war ich 11 Jahre alt. In dem Sommer hatte ich das Glück, meine ungarische Brieffreundin in Budapest zu besuchen. Meine Eltern sind danach gereist und wir haben das überraschende Angebot von unserem Bekannten bekommen, uns bei einer Ausreise zu unterstützen. Die Flucht über Ungarn und die Familie zu trennen, ohne zu wissen, was die Zukunft bereithält, war für uns seinerzeit keine Option. Das Jahr 1989 ist ein Epochenjahr, weil es möglich machte, das, was 1945 geschah, das heißt die Zerschlagung der europäischen Mitte, rückgängig zu machen. Es machte möglich die Rekonstruktion der europäischen Mitte, das heißt die deutsche Wiedervereinigung, aber auch den Eintritt der ost- und mitteleuropäischen Staaten in die westliche und geopolitische Gemeinschaft. Ohne Gorbatschows wäre das gar nicht möglich. Er hat ja die Leute aufgefordert, tapeziert, macht die Fenster auf. Und die Ungarn haben das als Erste begriffen. Und wenn man zurückschaut, vor 30 Jahren, im Frühsommer, haben ja die Ungarn den Stacheldraht, den Zaun abgebaut. Und das war eigentlich schon das erste kleine Mauerstück, das da entfernt worden ist. Er war einer der größten sozusagen politischen Reformer, die Europa im 20. Jahrhundert gehabt hat. Er hat im Grunde den Kalten Krieg beendet. Er fand, dass die Wiedervereinigung Deutschlands, wenn die Deutschen das wollen, für ihn nicht nur akzeptabel, normal ist, geschichtlich. Und so kann ich nur sagen, eine große Persönlichkeit, die uns Deutschen die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Der Wille, in Freiheit zu leben, war oft stärker als die Angst, Opfer dieser Grenze zu werden. Bilder der Flucht, die damals um die Welt gingen. Ich muss sagen, am 9. November saß ich hier in Augsburg und dann kam die Nachricht um 20 Uhr, die Grenze wird aufgemacht. Und dann habe ich auch nicht gezögert, sondern habe meine Sachen gepackt und habe mich dann mit einem Freund ins Auto gesetzt, sodass wir am nächsten Morgen um 3 Uhr morgens vom Brandenburger Tor waren. Durch die offenen Grenzen strömten immer mehr Menschen, Tausende, Millionen. Für fast alle war es das erste Mal, dass sie in den Westen durften. In West-Berlin und in der Bundesrepublik wurden sie mit Jubel begrüßt. Wer es nicht erlebt hat, das kann man nicht, eigentlich nicht beschreiben. Das war eigentlich ein Film, der vor allem abgelaufen ist, weil das war alles so irreal. Keiner konnte sich vorstellen, auf der Mauer zu stehen. Keiner konnte sich vorstellen, über die Grenzübergänge zu gehen. Und ich habe das alles fotografieren können. Es gab diese Schilder, wir sind das Volk, Stasi in die Produktion oder tausche Luft und runden Tisch. So hieß damals die Finanzministerin, die hieß Luft und der runde Tisch war praktisch vom Neuen Forum eingerichtet gegen Weigel und D-Mark. Zur gleichen Zeit in der West-Berliner Innenstadt. Da es in der DDR immer noch große Versorgungsprobleme gibt, wundert es niemanden, dass viele erst einmal einkaufen wollen. Am Ende der langen Schlange gibt es ein Begrüßungsgeld, Westwährung, für die zu machen, es sich lohnt. Tja, da ist ein schönes Gefühl, ja, dass man für sein Geld was bekommt und dass man irgendwie ein gleichberechtigter Bürger ist, nicht mehr zweite Wahl. Erstmal abwarten, wie die Geschäfte sind, wie die Angebote sind, die Preise und ein bisschen weiterdenken muss man auch gleich auf den Kopf locken, kannst du ohne alle. Die KfW war für uns ein wichtiger Helfer. Sie hatte das Know-how,
für bestimmte Dinge. Sie hatte das Know-how zum Aufbau eines Mittelstands in der DDR, weil sie natürlich erfahren war, wie läuft das hier. Genauso auch für Existenzgründungen und ähnliche Initiativen in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Das war ihr ganz großer Vorzug. Und ich weiß, der erste Kreditnehmer war ein Bäcker. Der hat sich neue Backmaschinen besorgt. Hat dann eine gewisse Zeit gedauert und dann wurde dieser Kredit bewilligt. Und mein Mann fuhr nach Frankfurt und bekam dort diesen Kredit. Ausgestattet mit der stabilen D-Mark werden schon bald nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Betriebe von der Umstrukturierung der Wirtschaft profitieren. Mit internationalen Subventionen, eigener Einsatzbereitschaft und Know-how können die Menschen in der DDR, darin sind sich die Experten einig, schon bald ein neues Wirtschaftswunder vollbringen. Die Herausforderung der Wiedervereinigung, vor allen Dingen der, wenn man so will, nachgeholte Strukturwandel in der ehemaligen DDR, das war eine klassische Aufgabe, den Strukturwandel zu begleiten, politisch zu beeinflussen und da, wo es sinnvoll und notwendig ist, dann auch direkt zu intervenieren. Dafür hat sich die Kreditanstalt für Wiederaufbau sehr geeignet und ihre Instrumente und Programme waren da von relativ großer Bedeutung. Und die Dankbarkeit, die uns da von den nicht nur Ministerpräsidenten, auch Finanzminister und so weiter entgegenkam, wir hatten regelmäßige Treffen, das war schon, ja, berührend. Wir haben erreicht, dass in 3,5 Jahren alle Sowjetmenschen, Soldaten, Bedienstete und auch alle Waffen von deutschem Boden wegkamen. Und letztlich haben wir dafür bezahlt 12 Milliarden D-Mark und 3 Milliarden Kredit. Und den Kredit, den haben die Russen sogar später zurückbezahlt. Der Minister Katuschew wollte aber vor allen Dingen Bargeld. Und ich selber hatte dann versucht, mich zu orientieren für diese Verhandlungen und hatte dann zufällig einen Zeitungsartikel gelesen, dass die Sowjetunion aus Ungarn auch Soldaten abzog und die musste sie in der Sowjetunion in Zelten unterbringen. Sie hatten also keine ordentlichen Wohnungen. Und ich habe das sofort aufgenommen, mit Theo Weigel gesprochen und mit dem Bundeskanzler und denen vorgeschlagen, lassen Sie uns ein Wohnungsbauprogramm anbieten. Und das haben die beiden sofort aufgenommen und akzeptiert. Als damals mein Staatssekretär, spätere Bundespräsident Horst Köhler, das Wohnungsbauprogramm initiiert hat, in einer glänzenden Leistung. Wir hatten damals zugesagt 36.000 Wohnungen für die zurückkehrenden Soldaten und Offiziere fertigzustellen. Das Konsortium mit Hilfe der KfW hat mit dem gleichen Volumen aus 36.000 44.000 gemacht. Also das waren alles unglaubliche Dinge. Die KfW hat das gemanagt. Anschauen, alles anschauen, genießen, erleben. Wir werden sehen.